Moin zusammen und willkommen zurück zu dem wunderschönen Enderal hier. Ja, wir waren vorige Folge in der Flussimkerei, wir waren in der Flussheimer Imkerei, wir waren in so einem versunkenen Keller, den verschütteten Keller. Und dann haben wir noch ein Elixier zurückgeholt, ein Schönheitselixier von Lelerk. Ich kann mir den Namen nicht so gut merken, aber bitte um Nachsicht, ich kann mir nie Namen gut merken. Vor allem im Spielen, diese extravaganten. Ne? Die kann ich mir nie merken. Und dann hat mich jetzt doch tatsächlich der Lootzwang gepackt und ich habe zu viel im Inventar. Verdammt. Was schmeißen wir denn jetzt mal weg? Ich würde sagen, eine Fackel, denn wir haben mittlerweile Magierlicht. Ich hoffe, ich schreie nicht zu laut, aber das Spiel hat einen unheimlich lauten Sound. Magierlicht haben wir gefunden. Und mit Magierlicht, ich sammle jetzt nicht wieder an. Mit Magierlicht können wir wunderbar schön richtig hell machen. So, mir ist auch eingefallen, wir hatten letzte Folge noch zum Schluss ein Level-Up. Das habe ich jetzt noch nicht geskillt. Das machen wir gleich mal, wenn wir unten in Flussheim angekommen sind, ne? Aber erstmal bringen wir jetzt die Sachen weg, die wir eingesammelt haben. Bei wem hole ich mir eigentlich das Kopfgeld ab? Beim Major? Was war das denn? Ein Hund. Striezel. Und dem gehört Striezel? Danke nochmal, wirklich. Ohne dich hätte ich nie geschafft. Oh, ja, kein Problem. Gerne. Alfred, mit dem wollen wir noch nicht reden. Das ist nämlich die Quest von Jesper. Die werden wir noch machen, keine Angst. Erstmal geht es darum, hier, wir müssen die Leute ein bisschen kennenlernen, ne? So, Mathilda. Hallo. Brunhilde. Tahuiti. Ist ja fast das Gleiche. Grüße. Wirklich in der Klarwasserhöhle. Zeigt. Oh, Wonne! Das ist er wirklich. Bei den Wogen des Kosmos. Wie kann ich euch nur jemals danken? Ach ja, richtig, der Meisterschädel. Einen Moment, ich suche eine passende Ledertasche für euch. Ihr sagtet, ich will euren Meisterschädel nicht. Gebt mir etwas anderes, das ich auch gebrauchen kann. Nein, den nehmen wir. Aber gerne doch, ihr habt es euch verdient. Ihr... ja, das könnte klappen. Es gibt einen alten pyräischen Sternkreis in der Nähe der alten Dreiflusswacht. Geht dorthin und balanciert den Schädel bei Mondschein für eine Stunde auf dem Kopf. Das sollte euch helfen. Und nun schreitet wohl. Es war mir ein Vergnügen, euch kennenzulernen. Können wir das jetzt wirklich machen? Ich habe auf jeden Fall den Meisterschädel. So. Ist das jetzt eine neue Quest? Nein. Warte. Der hat ein Gewicht von 10. Ich soll 10 Kilo bei mir auf dem Dingens packen, auf dem Schwede. Alter Schwede. Okay, wir packen jetzt erstmal die Sachen weg. So, Baupläne rein, das da rein, Einzelteile rein, Barren. Die Groschen. Oh, ich habe schon 1200, krass. So, Grabschaufel brauche ich. Kohle kann weg. Meisterschädel brauche ich noch. Mist. Wie hieß das Ding nochmal? Flusswacht? Ich hoffe. So, das ist Zeug. Gut, jetzt haben wir schon mal einiges. Jetzt können wir wieder was verkaufen. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Oh, der hat eine Menge, das ist gut. So, ich kann dir verkaufen. Die Eisendolche, das da. Teile sind alles nichts wert. Oh, 6 Eisenschwerter. Ich habe 2 Flammenschwerter, dann kann ich dir davon auch eins verkaufen. Schockschaden, das kann weg. Die Morschenbögen können weg. Und 3 Bögen normal können weg. Was haben wir noch? Eisenhandschuhe und sind Krimskrams. Noch mehr Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Leder, 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 Leder. Alles weg damit. Wollen wir alle nicht haben. Kettenblitz behalte ich. Magierlich brauche ich nicht. Das will ich behalten. So, jetzt kann ich nochmal gucken. Also, die Schädel kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Die Schaufel kann ich verkaufen. Jetzt kann ich nochmal eine Alchemie-Zutaten wegpacken.
Ich weiß, ich könnte auch Tränke rausbrauen, aber nein. Wir packen sie erstmal alle weg. So. Die Bücher können wir auch wegpacken. Bis auf die Briefe. Von Jerus halt, ne? Ich habe unheimlich viele Verbrauchsgüter hier. Ich glaube, ich könnte mal ein bisschen was von dem Alkohol verhökern. Und das Set, das ich momentan nicht trage, kann weg. So. Schlossknacken ist einfacher. Ich würde das einfachere Schlossknacken behalten. Ja. Der kann rein. So. Das kann rein und... Ich würde sagen, das passt. Gut, dann verkaufe ich dir jetzt mal ein paar von meinen Sachen. Was darf sein? Sagt Bescheid, wenn euch was ins Auge fällt. Ja, mir fällt hier gar nichts ins Auge, aber dir. So, nimm dir mal das da. Und der könnte gut sein. Krustenbrot. Honigwein packen wir weg. Lauch. Äpfel. Was steht da? Halt euch, Alter, das ist ja richtig sick, das Ding. Karotten können weg, Kartoffeln, Kohl, Kürbisse. Nee, dieses ganze ungekochte Zeug, das kann eigentlich weg. Ungenießbares Bier. Ungerne, aber in Ordnung. Das gebe ich dir. Wein brauche ich nicht. Wildfleisch auch nicht. Wurst kann ich gebrauchen. So, das ist doch jetzt ganz viel überschaubarer. Viel überschaubarer ist das Inventar jetzt. So, hier war noch irgendwo so ein Handbuch. Genau. Euch wohl. Jetzt verkaufe ich noch ein paar Tränke. Grüße. Aber ja, aber ja. So. Hm. Bienennahrung. Krass. Warte mal, Feuer, Frost, Genesung, einfaches Gut. Dann kann die Ranzigen jetzt mal alle weg. Mana kann ich noch gebrauchen. Aber Ausdauer nicht. So. Dann kriegst du noch das Buch hier. Und dann jetzt sind wir fertig. Fast 2000 Burschen. So, hier gebe ich jetzt das... Ihr nehmt das Kurzgeld entgegen. Nice. So, was haben wir noch auf dem Anschlagbrett hier? Vorsicht an... es wird zur Vorsicht angehalten. In der schimmernden Mine nahe des Dorfes Flussheim wurde ein Trollrudel gesichtet. Das kriege ich kaputt. Angeführt von einem weißen Troll. Den weiß ich nicht, ob ich den kaputt kriege. Aber können wir ja ausprobieren. Belohnung 200 Groschen. Na dann her damit. Sehr schön. Verdammte Bauern. Das ist doch Wucher. So. Und in der Nähe von Dingens gibt es... Was war das? Nicht Klarwasserhöhle. Wie hieß denn die Höhle? Vielleicht finde ich die unterwegs nochmal. Glimmerstaubhöhle. Wie wäre es, wenn wir jetzt mal mit ein paar Leuten reden? Hm? Hm, der nicht. Aber der Krämer hat vielleicht was, oder? Ihr seid nicht von hier, was? Gebt auf euch Acht. Sprich mal mit dem Krämer. Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Ja. Unterschiedlich. Manches von Abenteurern, manches von anderen Händlern und manches sammle ich selbst aus alten Ruinen zusammen. Oder sagen wir, sammelte. Mittlerweile kann man ja keinen Fuß mehr in ein verfallenes Haus setzen, ohne gleich von 10 Verlorenen aufgefressen zu werden. Hm. Okay, also der hat keine Quest für uns. Dann können wir das direkt abkürzen. Ja, danke. Ich könnte mal ein bisschen Ambrosia, glaube ich, benutzen. Dann ist das Arkanistenfieber nicht so schlimm. Zack. Die ist jetzt nur noch auf 16. Hm? Madame. Warte mal, der Junge hier. Und wann will ich auch mal nach Ark? Alles soll so groß und glänzend sein dort. Wieso ist das schön hier? Ja? Der hat sicher nichts zu sagen. Der unhöfliche Klotz. Vielleicht können wir in der Kirche eine Quest annehmen. Messer. Hm.
Schreitet wohl. Etwas zum Tauschen? Vielleicht. Was braucht ihr denn? Was hast du denn? Eintopf, Wasser, Käserad und so ein Krimskrams, das war's. Nö, dann nicht. Aber das da, ihr seid doch sicher viel rumgekommen. Habt ihr irgendwas gehört, was für einen Abenteurer nützlich sein könnte? Puh, gute Frage. Lass mich mal nachdenken. Ich weiß nicht, ob euch das groß hilft, aber mir hat kürzlich mal ein Wirt erzählt, dass ich seit diesem roten Wahnsinn kaum noch Schattenstahlschürfe in die Pulverwüste trauen lege. Wenn ihr also gern selbst eure Ausrüstung schmiedet und solches Metall verarbeiten könnt, solltet ihr mal dort schauen. Nochmal? Abenteurer. Das kommt drauf an, wie wagemutig ihr seid. So ein alter Kauz im Roten Ochsen hat mir mal erzählt, dass es angeblich einen Brunnen im alten Nordwinddorf gibt, der spricht. Wegelose Magie angeblich. Ich habe keine Lust, als Wolfsfutter zu enden und konnte deshalb noch nicht nachsehen, ob was dran ist. Aber vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Okay, das war's. Tut euch einen Gefallen und bleibt auf den Straßen. Nee. Bauer? Liedtext. Bin jeden Tag zwischen 21 und 23 Uhr statt krass. Und hier ist der Pfad, Buch 12. Aha. Ich kann mir einfach hier den Wein nehmen. Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Könnt ihr mich heilen? Lasst mal sehen. Ja, das ist kein Gebrechen, was die Lichtmagie nicht heilen könnte. Malphas, segne diesen Körper, entledige ihn seiner Leiden und schenke ihm Lebenskraft, Wegestreue und neue Stärke. Möge dein Licht ihn leiten. Okay. Alle Krankheiten... Ach so, ist in letzter Zeit irgendwas Interessantes geschehen? Das kommt darauf an, was ihr für interessant erklärt. Von den seltsamen Geschehnissen in Ark habt ihr sicherlich schon gehört. Angeblich kam der Magister, der all die Kinder ermordet hat, sogar aus Flussheim. Es macht mich traurig, derartiges zu hören. Okay. Ja, Dann halt nicht. Falls sich einer fragt, was weiß ich da die ganze Zeit? Gesund ist, so hat er wenigstens Toblerone. Etwas, woran er sich nach dem Tod seines Bruders klammern kann. Oh, ist sie wieder gesund? Können wir jetzt zum Major gehen? Gucken wir mal. Es wird ja auch dunkel. Kann man hier vielleicht in einem Gasthaus oder so übernachten? Schreitet wohl. Lebt wohl. Jojo, du auch. Mal schauen. Ich war jetzt eine Weile weg. Sitzt der immer noch oben? Ja, dann lassen wir ihn doch. Ja, wobei, warte. Er spricht nicht. Die spricht. Okay. Dann lassen wir sie nochmal in Ruhe. Ja. Also. Ich brauche dringend eine Bleibe. Du bist? Hallo. Ach, der da. Schreitet wohl. Jo, hau rein. Da unten ist noch so ein großes Haus. Vielleicht können wir da übernachten. Gucken wir mal. Oh. Automatisches Speichern, Sekunde. Wir gehen sofort rein. Zur betrunkenen Biene. Das hört sich doch einladend an. Mir ist es ein bisschen dunkel hier. Oh, der raucht. Ein Glück, dass die Frau vom Major wieder gesund ist.
So hat er wenigstens etwas, woran er sich nach dem Tod seines Bruders klammern kann. Setzt euch doch. Okay. Setzt euch doch. Bin ich. Ich sitz doch. So ist das eben. Spieltisch? Wollt ihr Morallas Würfel spielen? Ja! So. Viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Bestimmt euren Einsatz. Maximal. Wir nehmen jetzt erstmal 50. Ups. Zeigt eine Augenzahl von 8. Wenn ihr würfelt, darf eure Eigentümer nicht mehr als das Dreifache davon ergeben. Ah, okay. Das heißt, wir dürfen bis maximal 23 gehen. Zahl, euer Gegner würfelt zuerst. Alles gut, dann weiß ich, wie viel ich würfeln muss. 2, 3, 5. 1, 5. Ist er jetzt bei 11? 25, oder? Warte mal, eure derzeitige. Achso. Er hat 20 und ich habe 7. Ja, dann würfeln wir nochmal. Wir haben ja noch verloren. Ich habe 14, ja, dann würfeln wir nochmal. Ich habe 21, jetzt habe ich gewonnen. Ihr habt 50 Groschen gewonnen. Verdammt nochmal! Das gibt's doch nicht. Doch, bei Roller. Wollt ihr erneut spielen? Ne, wir hören erstmal auf. Also es ist interessant, dass man hier zocken kann. Kommt, setzt euch doch. Nein. Mein Glück, dass die Frau vom Major wieder gesund ist. So hat er wenigstens etwas, woran er sich so, was gibt's denn hier noch? Krieg auf Nerim, Krieg auf Kile, roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Krieg da, was ist das für eine Scheiße? Gibt es irgendwas Interessantes hier in der Gegend? Wieso meinen eigentlich alle Reisenden immer, ich sei hier, um ihre Fragen zu beantworten? Naja, sei's drum. Seht euch mal den alten Strand gleich hinter Mareks Hof an. Da wird immer eine Menge alter Plunder angeschwemmt. Ihr solltet allerdings mit einer Menge Flussgraben rechnen. Aber ihr seht aus, als werdet ihr damit fertig. Ja, gibt's irgendwelche Neuigkeiten? Von tollwütig gewordenen Tieren, Horden auferstandener Gruften und dieser grassierenden Geisteskrankheit mal abgesehen? Nein, seid einfach vorsichtig. Okay. Suche Arbeit. Ihr seid Fremdländer, nicht wahr? Wenn ihr keine harte Arbeit scheut, könnt ihr der Goldenen Sichel mal einen Besuch abstatten. Die suchen immer nach Menschen, die anpacken wollen und zahlen gut. Okay. Mach nochmal Abend. Licht. So. Ist hier die Küche? Ein Fremdländer, was? Ihr habt euch einen seltsamen Zeitpunkt ausgesucht, um dieses Land zu bereisen. Boah, ist gar nicht schlecht hier eigentlich. Jetzt eine schöne Pfeife für den Scout. Warum muss das Zeug so teuer sein? Ein Fremdländer, was? Ihr habt euch einen seltsamen Zeitpunkt ausgesucht, um dieses Land zu bereisen. Ich habe leider kein Friedenskraut, sonst würde ich mich mit zu denen setzen. Ich gehe mal zur Schankkellnerin. Zur Schankbein. Willkommen. Was darf sein? Suche ein Zimmer für den. Gib mir was zu trinken. Aber immer doch. Was hat sie wohl? Oh, die hat eine Menge. Oh, die hat eine richtige Menge. Holla, die Waldfee. Hast du auch? Jo, die hat Friedenskraut. Kauf ich mir das? Ja. Eins. Und ein Zimmer. Ja, wir hätten da was. Zwar kein Palast wie in den Tempelgärten, aber auf jeden Fall bequem und günstig ist es noch dazu. Wie wär's? Klar, für 10 Groschen. Dann lasse ich mal den Raum für euch aufsperren. Erholt euch gut. So. Auf bald. Jo, danke. So. Es wird. Ah, hier, der ist das. Klasse. So, dann setze ich mich noch einmal kurz zu euch. Wollen wir uns ein bisschen Friedenspfeife hier? Wo ist sie denn da? Mal fast zum Gruß. Krass.
Mal fast zum Gruß. Die ganze Zeit runter, oder? Ist nur um eins gesunken. Na, setz dich doch. Gönn dir. Was wollt ihr? Ich sitze doch nur und rauche hier. Na dann. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Also das finde ich ja mal mega cool. So, jetzt machen wir mal hier die Tür zu. Was steht da? So ist das eben. Fahrt. Stehlen. Okay. Nee, danke. Wir schlafen jetzt. Bis morgens um 6. Also so 9 Stunden. 9, ne? Ja doch, das haut hin. Oder hat aber einer laut gerülpst. Oder es ist morgens um 5. Aber ist auch okay. Das ist auch okay. So, also ich habe jetzt keine weitere Quest bisher gefunden. Ist es noch dunkel draußen? Ja. Hallo? Mist, dann gehe ich doch noch mal rein. In die betrunkene Biene. Darf ich mal bitte? So, noch mal rein hier. Morgens um 5, eine Stunde noch, dann ist morgens um 6. Und dann müsste es auch hell werden. So. Dann würde ich sagen, machen wir die Quest, die wir jetzt noch haben. Was wollt ihr? Boah, da war richtig einer eingeschallert. Messer? Junge. Dann reden wir doch mal eben hier mit dem alten Bekannten von Jero. Er ist ja da vorne. So. Grüß dich, Alfred. Wer seid ihr? Nur ein Reisender. Ihr seid Alfred, richtig? Der Kindheitsfreund eines Mannes namens Jero. Jero. Es geht um seinen Tod, richtig? Diesen Amoklauf. Ja. Ihr wisst davon? Natürlich. Wer weiß es denn nicht? Jero war doch einer von uns. Es ist schrecklich. Einfach nur schrecklich. Aber wollt ihr die Meinung eines alten Mannes hören? Ich hatte schon immer geahnt, dass so etwas irgendwann passieren würde. Malfas, verzeih mir, dass ich derart über einen heiligen Hüter spreche, aber es ist die Wahrheit. Was meint ihr? Schwer zu erklären. Kommt, setzen wir uns. So redet es sich besser. Sicher. Friedenspfeife? Nein, ich habe kein Friedenskraut mehr, Entschuldigung. Muss es ohne gehen. So. Ach, Jero. Da habt ihr wirklich ein Kapitel aufgeschlagen, wisst ihr das? Ihr hattet recht mit dem, was ihr vorhin gesagt habt. Wir zwei waren früher beste Freunde. Unsere Väter haben sich gekannt. Und seit ich denken kann, haben Jero und ich irgendwelchen Unfug miteinander getrieben. Zumindest bis seine Mutter damals starb. Nicht in Altersschwäche, schätze ich? Nein, Banditen. Mitten auf der Groschenstraße. Letztens ist das ja normal geworden, aber damals galt sie noch als sehr, sehr sicher. Sie war auf dem Weg nach Ark mit drei anderen Frauen und oben beim Pass ist's dann plötzlich passiert. Niemand hat überlebt. Jero hat es zerschmettert. Wobei ich fast glaube, dass das Schlimmste für ihn war, wie sein Vater nach dem Vorfall zerfallen ist. Die Fischerei verkam und der arme Kerl tat Tag ein Tag aus nichts anderes mehr als saufen und schlafen. Das hat Jero für immer verändert. Oh Mann, was, wie genau? Tja, gute Frage. Einerseits wurde er zum Mann, trotz seines zarten Alters. Und andererseits hat es etwas in ihm geweckt, könnte man sagen. Den Wunsch, irgendwie mehr aus seinem Leben zu machen. Die alte Mutter Jennik hat das gemerkt und nahm ihn zum Lehrling. Er lernte lesen und schreiben und konnte die gesamten heiligen Verse irgendwann auswendig. Mhm. Und wenn er nicht gerade seinem Vater aus dem Suff helfen musste, half er überall im Dorf, wo er konnte. Er hat seine Trauer in Schaffenskraft verwandelt. Das klingt doch eher nach einer guten Entwicklung. Ja, so kann man es sehen. Es dauerte nicht lange, da war er das Juwel des Dorfes. Der striebsame Fischerjunge, der, obwohl er nur schaffenden Pfades war, zu Großem bestimmt sein konnte. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ein Ordenshüter kam nach Flussheim, um das Wunderkind mit eigenen Augen zu sehen.
Und siehe da, in all seinem Scharfsinn hatte er noch eine schlummernde Magiebegabung. Der Hüter nahm ihn mit und ein paar Monde später begann er sein Noviziat. Seither habe ich ihn nur noch zweimal gesehen, weil er nur noch sehr selten auf Lussheim kam. Ich glaube fast, dass er gar nie bemerkt hat, wie sehr mich das damals getroffen hat. Ist es so ungewöhnlich, dass einer schaffenden Pfades eine Chance bekommt, ein Hüter zu werden? Wenn ein Schaffender es zum Feldwebel in der Garde schafft, ist das schon Grund für ein eigenes Bardenlied. Er muss der erste Novize seit Jahrhunderten gewesen sein, der nicht erhabenen Pfades war. Also ja, es ist ungewöhnlich. Mehr als nur das. Und was meint ihr nun damit? Dass ihr Jeros Tat habt kommen sehen? Tja, das ist schwer zu erklären. Ich glaube, es war die Art und Weise, in der er immer von seinen großen Plänen erzählte. Wie er die Welt verbessern würde und zum mächtigsten Hüter seit Loram Wasserklinge aufsteigen würde. Hinter all dem war nämlich immer so eine Wut. Eine Wut gemischt mit unglaublicher Trauer und Enttäuschung. Ich glaube nicht, dass ihm das selbst wirklich klar war. Diese Wut war es nämlich, die ihm die Kraft gab, all das zu tun, Tag und Nacht zu schuften und zu lernen. Aber auf mich wirkte sie auch immer gefährlich, wie der blaue Tod. Er lauert in dem weglosen Magier, der glaubt, Magie ohne die Hilfe des Ordens meistern zu können. Und erst schenkt er ihnen Kraft. Aber dann, eines Tages, bricht er mit all seiner unheiligen Zerstörungskraft hervor und macht sie zu den Bestien aus den alten Liedern. Aber was soll's? Ich bin nur ein alter Mann und was weiß ich schon von solchen Sachen. Lasst mich nur etwas schlafen gehen, Basir. All die Erinnerungen machen mich müde. Danke für die Hilfe. Ja, natürlich. So, was ist denn das da hinten? Nicht da. Da! Seht ihr das da ganz hinten? Wir sind so Türme. Da hinten. Das wäre dann eine Dingens, eine Festung oder sowas. So, das heißt, wir haben jetzt meines Erachtens, glaube ich, alles gemacht hier, oder? Es gibt noch den einen Hof hier vorne, da habe ich noch nicht mit den Leuten gesprochen. Guck mal, hier ist jemand am Ackern. Jetzt nicht! Ihr unterbrecht den Fluss meiner Energie. Okay. So, hier jemand? Niemand da? Hier ist ja auch niemand. Ja gut, dann, die Leere haben wir. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo. Ich muss das nochmal nachgucken. Hier, Lerek oder Lerek oder... Wie heißt der denn noch? Tahuti. Tahuti hat mir ja gesagt, dass ich den Meisterschädel balancieren soll auf dem Kopf für eine Stunde irgendwo bei so einem Steinkreis. Ja, mal gucken. Vielleicht finde ich das ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal dahin. Da müssen wir eine ganze Menge über den Weg laufen. Aber das ist nicht so schlimm. Das können wir ja tun. Das hört sich an, als wäre ich irgendwo Düsenjäger. Was ist denn da so laut? Und hier links, was haben wir hier? Hier links. Hier ist der alte Stollen. Ja, das können wir dann noch erkunden, wenn wir fertig sind mit den Sachen für Jesper. Voilà. Zack. Da haben wir den Küstenbirscher. So. Hier links ist noch dieses eine Haus, da war ich schon. Und was ist hier rechts? Oh. Das ist noch eine kleine Fischerhütte. Ja, gehen wir mal darüber. Also schwimmen wir mal darüber. Ah, Ratten.
ich habe vergessen, ich wollte ja noch einen Talentpunkt verteilen. Ja, der kann aufwarten. Das ist jetzt nicht so wichtig. Eine ausgewandte Fischerhütte. Wir lassen hier nichts verkommen, ja? Oh. Denken. Da ist richtig geschallert. So. Was steht da? Bekritzeltes Pergament. Ich habe Ladia gesagt, dass die Banditen gefährlich werden können. Aber sie will diesen Ort nicht verlassen. Diese Schweine beobachten jede Nacht unser Haus. Oh. Was ist, wenn ich hier penne? Ah, nee. Aber wo sind denn hier Banditen? Also da muss ich lang für Jesper. Also um zu Jesper zu kommen. Das heißt, da gehe ich hin. Ist da vorne das Haus? Jo, das sieht so aus. Perfekt. Eros Haus entdeckt. Na dann. Machen wir mal die Sachen hier auf. Aber wir sollen in den Keller. Da gehen wir auch noch rein. Stab der Heilung. Okay. Oh. Set des Vielgereisten, die Stiefel. Nochmal? Die habe ich jetzt zweimal. Okay. Wo findet man die denn zweimal? Verdorbener Käse. So wie Friedenskraut. Alter, hier gibt es ja richtig viel Friedenskraut. Junge. Da pieft er sich, hat er sich wahrscheinlich häufig einen weggepieft. Und Met. Met. So eine Schmuckschatulle. Erhöht Mana. Mein Kessel will ich nicht. So. Jetzt schauen wir mal kurz. Was habe ich nochmal für eins? Elementarzauber ist besser als Mana. So, was ist mit dem verdorbenen Käse? Verursacht Giftschaden. Ah ja, interessant. Die haben auch nie was bei sich, die Grubenratten. Wunderbar. Haben wir hier alles gelootet? Oh ne, noch nicht. Axt, Papierrolle. Teller lasse ich drin. Wobei ich kann auch noch. Warte. So, nicht den Meisterschädel. Das Messer. Und den Teller. Hier, wie aus Versehen mitgenommen. Ja, dann gehen wir mal in den Keller, ne? Ihr müsst mehr Jesper finden. Der ist da vorne. Ja, wir gehen sofort hin. Momentchen. Blutiger Schädel, nein, danke. Was? Was, Malistentisch? Talisman schaffen, ausrüsten. Ihr tragt keinen Talisman, Talisman schaffen. Lieb. Tja.
Da ist er wohl aus Versehen. Ja, gut, ich komme ja schon. Mann. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Tut mir leid. Jesper, wir kommen sofort. Hier sind noch so ein paar Sachen, die mich interessieren. Oh. Zum Beispiel die Eispranke hier. Jetzt eine gute Pfeife. So. Ja. Der hat hier schon eine Menge Fallen aufgestellt, kann man nicht anders sagen. Hat Jesper hier den kompletten Wein weggesoffen? Jede Weinflasche ist leer, die ich hier finde. Uah, Vorsicht. Ja, Mensch, stark auch. Na, wenn das nicht mein neuer Freund ist. Und, fündig geworden? Ja. Alfreds Gespräch. Ich habe den alten Mann, von dem ihr erzählt habt, aufgesucht. So, so. Das wird den Orden auf jeden Fall interessieren. Gute Arbeit. Bleibt noch die mysteriöse Hinterlassenschaft im Wasser. Ich sehe mich in der Zwischenzeit hier weiter um. Warte, warte. Was ist mit euch? Habt ihr schon etwas gefunden? Ja, einen abgesperrten Bereich, gleich hier hinten. Irgendwoher kommt mir dieser Mechanismus dort auch bekannt vor, aber ich habe vergessen, woher. Gebt mir noch etwas Zeit. Okay, jetzt haben wir noch die, ja, ich habe den Gegenstand im Wasser gefunden. Eine Schatulle. Hiro hat darin Briefe versteckt. Eine Art Tagebuch. Interessant. Ich kannte die Umstände nicht, unter denen seine Gefährtin gestorben ist. Das nenne ich mal traurige Ironie des Schicksals. Ermordet von denen, denen man helfen mochte. Aber gut, jedes bisschen hilft uns weiter. Mhm. Der Orden wird diese Briefe sehen wollen. Dann hätten wir jetzt fast alles beisammen. Gute Arbeit. Was ist mit euch? So. Ja, und jetzt weiß ich auch, was damit anzufangen. Kommt mit. Warte. Lernbuch, ein Erinnerungspunkt. Na, das ist ja cool. Sowas kann man hier finden. Ich will die... Das will ich haben. Silberschüssel. Ich komme sofort, Jesper. Ich komme ja schon. Warte auf mich, bitte. Bitte sehr, ein sogenanntes Sternlingschloss. Und ich verwette meinen Allerwertesten darauf, dass sich eine weitere Antwort hinter diesem Gitter befindet. Was ist ein Sternlingsschloss? Das habe ich noch nie gehört. Wundert mich nicht. Solche Schlösser findet man normalerweise, wenn überhaupt, in Schatzkammern oder Burgen. Aber knacken kann man sie trotzdem. Nur, das wird sehr schwierig, wenn wir die richtigen Bolzen nicht haben. Man braucht also Bolzen, um es zu öffnen? Normalerweise ja. Eigentlich ist es simpel. Für jedes Schlüsselloch gibt es einen passenden Holzstift. Steckt man den dann hinein, rastet er ein und sind alle Schlösser eingerastet, öffnet sich die Tür. Hat man jedoch die passenden Bolzen nicht, sollte man sich auf den frustrierendsten Einbruch seines Lebens vorbereiten. Es sei denn, man kennt einen alten Trick. Und wie sieht dieser Trick aus? Man kann anstelle der Bolzen normale Holzstäbe in das Schloss einführen. Die zerbersten dann zwar nach ein paar Sekunden, aber wenn man es schafft, alle Stäbe in die Schlösser zu stecken, bevor sie brechen, kann man den Hebel umlegen und so den Mechanismus überlisten. Es kommt also nur auf die Geschwindigkeit an. Also, ich schlage vor, ihr lauft die Schlösser ab und ich stelle mich auf die Druckplatte. Seid ihr bereit? Moment, Moment. Was genau soll ich tun? Das Ding ging mir etwas zu schnell. Asche auf mein Haupt. Es ist ganz einfach. Ihr müsst möglichst schnell jeweils ein Hölzchen in jedes der 5 Schlüssellöcher einführen. Wenn ihr es rechtzeitig geschafft habt, stelle ich mich auf die Druckplatte und das Tor sollte sich öffnen. Wenn ihr zu langsam seid, dann brechen die Hölzer und ihr müsst wieder von vorne beginnen. Okay, dann mal los. Wunderbar. Hier sind die Hölzer. Gut, macht euch bereit. Und los. So, und hier machen wir jetzt einen Cut. Nächste Folge geht's hier weiter.
Ne? Wir sind nämlich schon bei 40. Das heißt, nächste Folge wird mal ein bisschen kürzer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächste Folge knacken wir dann das Schloss hier. Tschüss.